Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat bei einer Tagung Ende April 2023 in Frankfurt für gleich zwei Eklats gesorgt. Ich kann euch dazu auch eine Geschichte erzählen. Nein, wir wollen aber nichts hören, Junge. Nein, keine Geschichte. Und man glaubt es kaum, die Diskussionsrunde hieß Migration steuern, Pluralität gestalten. Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Ja, ich will keine Nazis in diesem Land. Ja, dann gehen wir gerade hin. Noch bevor er überhaupt die Goethe-Uni betrat, benutzte er vor Zuschauern und Konferenzgästen das N-Wort. Die Diskussion wurde hässlich und es gab auch kein Einlenken von einer der beiden Seiten. Und dann wisst ihr alles über den Menschen. Ja, weil du verwendest es mit einem Grund. Das ist nichts anderes als der Jodenstern. Das ist einfach nur relativ. Sein eigentlicher Vortrag lief ebenfalls katastrophal aus dem Ruder. So beharrte der Politiker darauf, es komme bei der Verwendung des N-Wortes auf den Kontext an. Der Moderator verließ schließlich den Raum. Herr Palmer, mit Ihnen will ich nichts mehr zu tun haben. Bei mir erkennen, ja, an meiner Facebook-Seite, ja, und woran? Ja, Sie benutzen das N-Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, ich benutze das Wort. Tue ich auch hier in diesem Raum, weil der simple Sprechakt keinerlei Auskunft darüber gibt, ob die Person ein Nazi ist oder nicht. Sondern die Frage ist immer die des Kontextes. Ja? In welchem Kontext benutze ich das noch? Wenn ich eine Person, die vor mir steht, als bezeichne, weil sie schwarze Hautfarbe hat, ist eine justiziable Beleidigung, brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Wenn ich aber die Frage diskutiere, ob Astrid Lindgrens Roman in Zukunft Südseekönig oder König schreiben soll, dann ist das eine vollkommen legitime Verwendung des Wortes. Und auf der beharre ich und ich lasse mich nicht aus dieser Verwendung des Wortes an sich zum Nazi oder woran kann